Hello, old boy. Spreche ich mit Chief Inspector Seymour Danger? Ja, und wer sind Sie? Mein Name ist Dr. Evil. Und ich... An Sie, Spaßvogel. Sind Sie zugekettet oder besoffen? Legen Sie sofort auf und blockieren Sie nicht die Leitung. Hier brennt gerade der Schnee. Es herrscht der Ausnahmezustand in der Stadt. Keep cool, Seymour. Mein Call ist wichtiger than trouble in your city. Seit wann duzen wir uns? Ich lege jetzt auf. Wait a minute. Ihr Dog ist meine Geisel. Was? Mein Hund? Habe ich jetzt your attention? Wenn Sie meinem Hund auch nur ein Haar gekrümmt haben, dann gnade ihn Gott. No, ich bin doch kein Monster. Wenn Sie den kleinen Scheißer wieder haben wollen, dann kommen Sie zur Hell Street 8. Und kommen Sie allein. Hallo, warten Sie. Hey, hallo. Harry, komm in ca. 30 Minuten zur Hell Street 8 und nimm einen Streifen mit. Okay, mach ich. Worum geht's denn? Keine Ahnung, aber so ein Spinner hat wohl meinen Hund entführt. Oh Mann, Seymour. Wir haben hier gerade extrem die Kacke am Dampfen. Sorry für deinen Hund, aber die Stadt braucht dich jetzt. Die Stadt können wir nicht mehr retten, Harry. Aber meinen Hund, den kann ich noch retten. Also mach, was ich dir gesagt habe. Papi! Halt durch, jetzt wird alles gut, mein Junge. Los, Mann, machen Sie den Laser aus. Hallo, Seymour. Du bist tatsächlich gekommen. Excellent. However, den Laser mach ich aus, wenn du deine Gun mir gibst. Wie wär's damit? Ich knall dich ab und mach dann den Laser selber aus. Rubbish. Du bist doch ein Mann der Laws. You shot me not. Schön gar nicht für ein Dog. And by the way, when ich den Knopf nicht mehr drücke, gibt es Puppy zweimal. One for you and one for me. Come on, give the gun to me. And we talk with civilisiert people. Nun bei dir mach ich eine Ausnahme, denke ich. Du Geisteskranker. Puppy, du warst ein guter Hund. Jetzt doesn't wir uns Jadok. Excellent. Okay, dann mach ich dir auch ein Vorschlag. You kill me not? You simply changed mit dem Dog die Position. Haben wir ein Deal? Haha, sag mal, wovon träumst du eigentlich nachts? Ich mach dir auch noch ein Angebot. Das letzte. Ich schieß dir ins Knie und dann gehen wir einfach mal weiter. Oh, das wäre etwas schmerzhaft. For Puppy 2. Okay, Lang Reed Kutzerschin. Freinach Roberto Blanco, Einsken Gasmus sein. Eieiei. Was ist denn das? Eine Steinschleuder? Wo ist denn meine Kanone? Na super, jetzt wird's dir doch ganz so ein Horrorfilm. Was steht denn da? Mene, Mene, Tegel? Was soll das denn bedeuten? Fehlt nur noch, dass hier einer von der Ampel auftaucht. Na mal schauen, was am Monitor angezeigt wird. Oh Mann, hätte ich doch bloß im Konfirmationsunterricht besser aufgepasst. Ach egal, ich sag einfach mal Antwort 2. Boah, was ist das denn jetzt?
Hallo, Seymour. Dr. Evil ist nicht hier. Moin. Kennen wir uns? Ich kenne dich, aber ich befürchte, du weißt nicht, wer ich bin. So. Ist aber eigentlich egal. Weißt du, wie ich hier wieder rauskomme? Ja, aber du musst den Weg in die Freiheit suchen und finden. Und das musst du selber machen. Denn ich weiß, dass du ein gesetzloser Gesetzeshüter bist. Du betreibst Hurerei und Götzendienst. Du musst erkennen, dass du ein Sünder bist und dann umdrehen. Also tu Buße. Was? Gesetzlos? Ich soll Götzendienst und Hurerei betreiben? Ich soll ein Sünder sein? Ich bin noch nicht korrupt und ich bringe sogar den Müll meinen Nachbarn an die Straße. Feierst du nicht Weihnachten und treibst es mit einer Frau, die mit einem anderen Mann verheiratet ist? Ey, Alter, das geht dich überhaupt nichts an, mit wem ich es treibe. Und was ich feier. Ja, okay. Ich geb's ja zu, ab und zu erschieße ich mal einen Verbrecher. Oder lüge. Aber das ist ja für einen guten Zweck. Denn der Zweck heilt doch die Mittel, oder? Nun, der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Du willst einen Lügner mit einer Lüge überführen? Oder begehst einen Mord, um einen Mord zu verhindern? Was hat denn die Gerechtigkeit Gemeinschaft mit der Ungerechtigkeit? Und ja, du begehst Ehebruch. Und Weihnachten ist Götzendienst. So nebenbei isst du da auch gerne Schweinefleisch oder geräucherten Aal. Nur mach mal halblang. Weihnachten ist christlich und demnach kein Götzendienst. Und geschiedene Frauen zu knarren, ist eben keine Hurerei. Heute ist es sogar erlaubt, eine Gießkanne zu heiraten. Und wenn das dann auch noch ein hoher Möhrenträger der neuen Nikolaitenkirche sagt oder bestätigt, ist das voll korrekt für mich. Ich glaube, du bist eine alte Spaßbremse und willst mir nur den Spaß verderben. Und zu nebenbei, die Gebote Gottes wurden doch abgeschafft, nachdem Jesus nach seinem Opfertod am Kreuz das Fluch des Gesetzes aufgehoben hat. Das hat man mir zumindest erzählt. Also du glaubst, dass ein Mensch seit ca. 2000 Jahren lügen und morden und so weiter darf? Also warum bezeichnet man den Antichristen zur Endzeit als Gesetzlosen, wenn es gar kein Gesetz mehr gibt? Ist er bei Rot über die Ampel gefahren? Und warum wird er, weil er gesetzlos gehandelt hat, als Strafe in den Feuersee geworfen? Haben nicht gesetzlose Christen die Gesetzlosigkeit mit dem Antichristen gemeinsam? Frei nach dem Satanisten Aleister Crowley? Tu, was du willst, soll sein dein ganzes Gesetz. Bedeutet, der Fluch des Gesetzes ist abgeschafft nicht, dass nur der Fluch ans Kreuz genagelt wurde und das Gesetz weiterhin gültig ist? Immerhin sind Gottes Gebote ja ewig. Lieber Blub, erzähl das deinem Friseur. Zum Thema Schweinefleisch oder unreine Tiere. Mein Pastor sagt, nicht das, was in den Menschen gelangt, verunreinigt ihn, sondern das, was aus ihm herauskommt, verunreinigt ihn. Nun, so wie so oft, muss man auf den Kontext achten und auf die Übersetzung. Tauschen wir das Wort unrein mit gemein, dann wird ein Schuh daraus. Das griechische Wort koinos bedeutet nämlich unheilig oder gemein. Denn es geht hier ja gar nicht um unreine Speisen, sondern um Menschengebote, die zu Gottes Geboten hinzugefügt wurden. Hier das Essen mit ungewaschenen Händen. Stell dir mal vor, ein Mensch, der ein Schweinschnitzel isst, wird dadurch nicht unrein. Aber wenn er rückwärts isst, dann wird er unrein? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ach, das ist doch albern. Was ist denn mit der Version von Petrus? In Apostel 10? Achte auf den Kontext. Petrus erkennt nämlich ein paar Zeilen später, wie das zu verstehen ist mit seiner Vision. Nämlich, dass er keine Menschen als unrein bezeichnen soll. Hier bestätigt er auch, dass er noch nie was Unreines gegessen hat. Frag dich mal, ob du nicht eher danach suchst, die Gesetzlosigkeit zu legalisieren, damit du sie guten Gewissens leben kannst, als umgekehrt. Ach, Pappelapapp, du Spinner. Ich vertraue darauf, was mir die Kirchenwürsten dazu sagen. Und nicht an Hinz und Kunz. Immerhin juckt es mir ja in meinen Ohren. Und komme mir jetzt nicht damit, dass ich die Bibel selber lesen und auslegen soll. Dafür habe ich keine Zeit. Ich bin auch zu blöd dafür, das richtig zu verstehen. Das sagen mir zumindest die Schriftgelehrten. Nun ja, versuche es doch mal mit der Bibel. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Sonst bleibst du ein Sklave der Welt und bist nicht wirklich frei. Bild dir deine eigene Meinung und lass sie nicht von blinden Führern führen. Sie machen die Wahrheit kompliziert, weil die Lüge sonst auffliegt. Und dann würden sie ja ihr Monopol und Dogma verlieren auf die Auslegung der Schrift. Ach, ich mach mein Ding. Geh mir aus dem Weg. Du Trottel. Na also, hab ich's doch geschafft, ohne auf diesen Spinner zu hören.
nicht. Du bist in der Notaufnahme im Krankenhaus. Ach echt? Wie komme ich denn hierher? Wir sind, wie du es uns gesagt hast, zur Hellstreet 8 gefahren. Und etwas später? Und du wärst ein weiteres Opfer vom Kopfkiller geworden. Du meinst von dem Serientäter, der die ganzen Polizisten umgebracht hat? Genau der. Wir haben eindeutige Beweise gefunden, dass Dr. Evil, alias Klaus Schmidt, der gesuchte Kopfkiller ist. Wow, das ist ja krass. Ja, in der Tat. Der Typ hat dich doch gerade als nächstes Opfer ausgesucht. Und mit einem K.O.-Gas außer Gefecht gesetzt. Also das Gas war echt krass. Ich habe da nämlich einen abgefahrenen Traum gehabt. Das kannst du mir alles ganz genau auf dem Weg zum Revier erzählen. Ich hole nämlich schon mal den Wagen.